Im vierten Lockdown bleiben die Schulen bundesweit geöffnet. Eltern und Kinder können über eine Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden. Wir haben nachgefragt, welche Auswirkungen das am BG BAG Schwechat hat. Seit einer Woche ist der vierte Lockdown in Kraft. Ob er auch Wirkung zeigt, lässt sich derzeit noch nicht wirklich abschätzen. Vor allem die offenen und gut besuchten Schulen sind ein großer Unsicherheitsfaktor und die Maßnahmen für Schulen sorgten zunächst für große Verunsicherung. Ein Lokalaugenschein und ein Nachfragen im BG BRG Schwechat. Naja, das ist für die Schule wirklich eine Herausforderung, vor allem weil es so kurzfristig umzusetzen ist und auch die Aussagen nicht so ganz eindeutig waren, was ja auch von Eltern und verschiedenen Medien jetzt ein wenig kritisiert wurde. Also es hat sich, also zumindest in den ersten 2 Tagen, überhaupt nichts verändert gegenüber der sonstigen Anwesenheit. Im Vergleich zu den anderen Lockdowns, was ist jetzt anders, besser, schlechter? Bei den ersten großen Lockdowns war es ja so, dass gesagt wurde, die Schulen sind grundsätzlich geschlossen, nur wer sein Kind nicht zu Hause beaufsichtigen kann, der soll es in die Schule schicken. Jetzt ist ja die Regelung eine eigentlich konträre. Da hat es geheißen, die Schulen sind grundsätzlich offen, es findet normaler Unterricht statt. Und dann kamen aber die etwas verwirrenden Zusatzinformationen, dass doch jeder sein Kind, wenn es geht, irgendwie zu Hause lassen soll. Und das war halt ein bisschen widersprüchlich. Das Positive ist, sage ich einmal, dass man uns sehr viel autonomen Gestaltungsspielraum lässt. Also auf der einen Seite hat man den Eltern sehr viel Spielraum gelassen, diese Verordnung zu interpretieren. Auf der anderen Seite hat man auch uns Schulen recht viel Spielraum gelassen, diese Verordnung zu interpretieren. Und das können wir für uns schon nutzbar machen und auf unsere speziellen Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Das haben wir auch den Eltern kommuniziert. Also ich habe tatsächlich den Eltern gesagt, dass sie, wenn sie es verantworten können, ihr Kind schicken sollen, dass wir versuchen, den Schulbetrieb so normal wie möglich zu gestalten. Aufgrund der Testlage, die wir im Haus haben, glaube ich, kann man das auch verantworten. Ja, wir testen jetzt einmal PCR und zweimal Antigen. Ab nächster Woche zweimal PCR und einmal Antigen. Wenn es positive Fälle gibt, kommen noch zusätzliche Antigentests dazu. Also ich glaube, viel sicherer kann man den Schulalltag nicht mehr gestalten. Und deshalb finde ich, und die Eltern haben sich offensichtlich dem angeschlossen, sollten wir einen normalen Schulbetrieb ins Auge fassen. Wie viele positive Corona-Fälle hatten Sie in den letzten 2 Jahren? Das kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten. Es waren einige. Ja. Man muss aber sagen, sicher 95% der Fälle waren aus den Familien in die Schulen gebracht. In der Schule gibt es erst in den letzten Wochen, sage ich, vermehrte Ansteckungen, und zwar gerade in den ersten und zweiten Klassen, also jene Schülerinnen und Schüler, wo wir quasi noch kaum eine Impfquote haben, dort ist jetzt tatsächlich auch über die neue Delta-Variante die Ansteckung deutlich höher. Wir haben jetzt zum Beispiel 2 Klassen, die wir aufgrund der hohen Infektionszahlen im Distance-Learning unterrichten. Die haben wir in Absprache mit den Eltern quasi nach Hause geschickt und sie werden im Distance-Learning unterrichtet, außer wenn jemand wirklich ein Betreuungsproblem hat und keinen Absonderungsbescheid. Das ist ja jetzt auch von der Behörde nachgereicht worden. Das heißt, nachdem wir uns mit den Eltern verständigt haben, dass wir sie ins Distance Learning schicken, haben auch die Behörden dann ohnehin Absonderungsbescheide erlassen. Also war das quasi nur ein Vorgriff auf die Entscheidung der Behörde. Wie gehen nun die Schüler mit den aktuellen Maßnahmen um? Einer, der es wissen muss, ist der Schulwart. Ich finde, die Kinder verkraften es besser, die Lockdowns, mittlerweile schon der vierte. Der erste war noch so lala, der zweite auch so. Aber der dritte, vierte, es wird besser verkraftet von den Kindern. Sie verarbeiten das auch ganz anders wie wir. Vor allem als Eltern, als Erwachsene. Da macht man sich viel mehr Sorgen um das Ganze. Und die Kinder sind meiner Meinung nach froh, dass sie da im Schulhaus unter Freunden sind. Müssen Sie die Kinder öfters ermahnen? Wegen Masken und so weiter? Eigentlich nicht, nein. Ich muss ehrlich sagen, die Kinder sind zum großen Teil sehr brav. Sie halten sich an die Maskenpflicht. Dass die Maske mal ein bisschen runterrutscht, das ist klar. Wenn jetzt eine 12-Jährige oder ein 12-Jähriger die Maske hat, weil es einfach zu groß ist, dass er ein bisschen runterrutscht. Aber sonst
Ich muss sagen, bei uns haben wir in der Oberstufe eine Impfquote von über 90% bei den Schülerinnen und Schülern. Bei den Lehrern sind wir sowieso, glaube ich, bei 97%. Da sind fast alle geimpft. Aber auch in der Unterstufe, in den Altersklassen, wo schon geimpft werden darf, also sprich dritte, vierte Klasse, ist die Impfrate auch schon über 70%. Das heißt, wir haben wirklich eine hohe Durchimpfung im Haus. Deswegen traue ich mir auch sagen, dass es relativ sicher ist, ja. Wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen Unter- und Oberstufe. Hier sind die Ansprüche und die Gegebenheiten natürlich sehr unterschiedlich.